Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Hab's gesehen, eine meiner Arbeiten endlich vorbei. Sprich, weniger Uni, weniger Bibliothek und mehr Zeit für Pokémon. Was perfekt ist, weil heute Nesterwechsel war. Und dementsprechend zeige ich euch mal die Map, weil da kamen viele neue Fragen, viele neue Zuschauer. Und eine der häufigsten Fragen betrifft halt immer die Map. Und die werde ich euch heute nochmal genauer vorstellen. Hat sich auch viel geändert seit dem letzten Mal. Schauen wir mal, was so geht. Also, hier seht ihr meine Map. Alles eingestellt für meine Bedürfnisse. Außer der hier. Den brauche ich eigentlich nicht. Hier seht ihr auch mein Gebiet. Also, fangen wir mal an. Womit fangen wir mal an? Es gibt drei Sachen: Arenen, Pokéstops und Pokémon natürlich. Fangen wir mal an mit den Arenen. Seht ihr hier eh schon. Hier meine gelben Arenen, die ich aufgebaut habe. Kann man jede Arena sehen, die zumindest im Umkreis ist. Von der Map, also im Radius der Map, was eigentlich ganz München ist und auch außerhalb. Also Philipp hat sogar jetzt ein Gebiet erweitert, was halt richtig krass ist, weil wir eigentlich schon alle Gebiete haben. Also klicken wir mal auf die hier, dann sieht man wie den Standort, da kann man dorthin fahren natürlich. Man sieht, wann das zum letzten Mal aktualisiert wurde, damit man weiß, ob es noch aktuell ist. Und dann sieht man natürlich, wie viel Prestige und welches Level. Zum Beispiel die ist 10, 52.000 voll. Also könnt ihr da hinfahren und euch reinschleusen, theoretisch. Oder ihr könnt zu dieser 9er fahren, 42.139, und die hochleveln. Und die Arenen könnt ihr natürlich auch filtern. Hier könnt ihr die zum Beispiel komplett ausschalten. Dann könnt ihr nur die Teams auswählen: Mystic, Wailer und natürlich beste Instinct. Dann könnt ihr hier beim Filter eingeben, wie viel Prestige ihr noch braucht zum Leveln. Unter 1000, 2500, 5000. Um halt am effektivsten zu sein, eure Plätze zu suchen. Unter 1000. Dann Minimum Level. Könnt ihr zum Beispiel hier ab 8 nur zum Beispiel, weil alle anderen zu niedrig sind für euch oder sowas. Und am Maximum Level, zum Beispiel 10er, könnt ihr euch eh nicht mehr reinstellen, falls ihr keinen zweiten Account habt oder so. Dann nur die 9er, könnt ihr zu den ganzen 9ern fahren. Dann könnt ihr hier sogar einstellen, wann es zum letzten Mal aktualisiert wurde, weil wir hatten auch schon mal den Fall persönlich erlebt, dass wir zu einer Arena gefahren sind, die schon länger nicht aktualisiert wurde. Und dann war die halt bereits runtergenommen worden oder so. Also das ist auch perfekt. Und ja, das war's eigentlich zu den Arenen. So könnt ihr Gebiete finden, vor allem die Gelben haben ja immer Probleme. Könnt ihr starke gelbe Gebiete finden und euch da dazustellen. Zum Beispiel hier drei gelbe 9er Arenen könntet ihr euch zustellen. Und dann hier zwei schwache gelbe Arenen könntet ihr noch verstärken. Dann würde ich das zum Beispiel sehen. Dann würde ich die weiter verstärken und dann so bauen sich Gebiete auf. Dann gibt's, schaut mir mal die Arenen ab. Dann gibt es Pokéstops. Zweiter Punkt. Kann man erstmal alle einstellen. Eine gute Farmroute zu finden, viele Pokéstops oder sich an den Pokéstops zu navigieren, zum Beispiel bei Scannertouren. Manchmal weiß man nicht genau, wo das Pokémon ist. Und dann sollte man das vielleicht einstellen, dann sieht man, ah, okay, dazwischen, wie ist das? Und das Wichtigste natürlich nur mit Lockmodul. Es ist 8 Uhr in der Früh, ich weiß nicht, ob irgendwelche Lockmodule an sind. Doch hier, 1. Da kann man sogar sehen, wie lange die noch aktiv sind, also 12 Minuten noch. Oder dementsprechend könnt ihr zum Beispiel sehen, okay, Bordeaux-Platz ist an, dort gehe ich hin. Oder in meiner Situation aus könnt ihr halt sehen, ob Schloss an ist, Schloss Oberschleißheim, und dann könnt ihr dahin. Das war's zu den Pokéstops, gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Dann gehen wir zu dem wichtigsten Punkt, den Pokémon. Könnt ihr sehen, was ich alles eingestellt habe. Das sind die Pokémon, die mich persönlich noch interessieren. Nidoqueen. Da könnt ihr auch sehen, zum Beispiel hier, Olympiapark ist Vogelnest. Und Englischer Garten, fettes Kapodanest, was sehr interessant ist, vor allem für die Medaille noch nicht voll haben, so wie mich. Gebiete sind gerade nicht alle aktiv, weil irgendwie eine Änderung wieder kam. Es wird umgearbeitet. Die Gebiete kommen nach und nach. Also Philipp kümmert sich da echt krass drum. Also heute Nachmittag müsste das wieder laufen. Dann sind das hier meine ausgeblendeten Pokémon. Könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr, wohin genau zum Beispiel, den brauche ich eh nicht. Wieso ist der noch dabei? Ausblendet. Hier könnt ihr ausblenden 1. Das mache ich zum Beispiel mal bei Tediosa. Ausblenden 1. Dann ist nur der weg. Das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr bei einem Nest seid oder so. Damit ihr seht, okay, den habe ich schon gefangen. Und ausblenden alle.
dann werden die alle ausgeblendet. Das könnt ihr halt so machen, bis nur noch die Pokémon da sind, die euch interessieren. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel angeben, welche Pokémon euch interessieren, IV-technisch. Da könnt ihr zum Beispiel angeben, also ich habe hier 98 angegeben, eigentlich müsste 100 sein, weil mich nur 100 interessiert. Und hier könnt ihr sogar eingeben, ausgeblendete Top-Pokémon, also Pokémon, die ihr ausgeblendet habt, weil die euch nicht interessieren. Aber falls dann Top-Pokémon von der Sorte kommen, dann werden die euch trotzdem angezeigt. Sagen wir zum Beispiel mal Bisasam oder so. Das ist echt krass. Ansonsten neu eingeführt ist, dass 100% Pokémon immer kommen, auch wenn ihr die ausgeblendet habt, was halt echt perfekt ist. Dann gibt's ein paar verschiedene Sachen, Spawn-Punkte, Ranges und so. Timer, damit müsst ihr euch selber beschäftigen, das benutze ich selber kaum. Das ist echt für die Hardcore-Freaks unter euch. Aber das Wichtigste ist noch Benachrichtigungen. Da habe ich jetzt zum Beispiel, müsste ich noch ein paar andere hinzufügen, zum Beispiel Galaxo. Dann springen die und ihr kriegt oben so eine Message, dass die gekommen sind. Das war es eigentlich schon zu den Pokémon und zu der Map. Nur nochmal ein schneller Überblick. Also am besten selber ausprobieren, selber auf die Map gehen. Das ist halt nur für München. Manche Gebiete angrenzen an München, wo die Map noch nicht dran geht, haben ihre eigene Map gebaut. Manche sind kostenpflichtig, manche sind privat. Auf jeden Fall ist das System von der Map, ich weiß nicht, wie das verteilt ist, wie das geregelt ist, aber andere Städte haben auch die Map. Auf dem Prinzip kann man sich auch seine eigene Map anfertigen lassen. Könnt ihr mit anderen Spielern teilen, die Kosten und sowas. Also ist relativ preisgünstig. Und wir werden auch mal in andere Städte gehen und dann dort die Maps benutzen. Also ich weiß, Stuttgart hat zum Beispiel eine. Da werden wir demnächst mal vielleicht mal hinfahren und einen kleinen Ausflug machen. Ansonsten gibt es noch zwei extra Features. Und das ist auch sehr gefragt von euch. Da habt ihr sehr oft gefragt, vor allem wenn wir auf Scanner-Tour sind, wie das läuft. Dass wir da Benachrichtigungen bekommen, wie wir da direkt hinfahren können. Über WhatsApp und so, das zeige ich euch jetzt. Also das geilste Feature ist halt der Bot. Den gibt es WhatsApp und Telegram. Also Telegram benutze ich nicht, also kann ich darüber nicht viel erzählen. Ich weiß nur, dass Telegram noch ein bisschen besser ist, weil man da mehr Sachen einstellen kann, selber Sachen individualisieren kann. Und hier bist du halt darauf abhängig, was Philipp als Topspawn bezeichnet. Wie gesagt, 100% Pokémon sind da drin und dann gibt es auch so eine Liste von Pokémon. Kenne ich jetzt nicht auswendig, auf jeden Fall wird das automatisch hier reingeschickt, einfach so eine Nachricht, dann kriegst du die, dann siehst du zum Beispiel hier Sepa 100%, nee, Sending Westpark, dann klickst du hier drauf und dann kommt die Map, also der Navigator, und dann fährst du direkt dorthin. Perfekt für Scanner-Touren, perfekt wenn du unterwegs bist. 22 Minuten würde ich brauchen und das führt dich halt genau zu dem Standort des Pokémons, also genau dorthin. Und 13 Minuten hätte ich gebraucht. Normalerweise ist die Zeit, wo der Bot das schickt, ungefähr 28 Minuten. Zwischen 27 und 29 Minuten, also das geht recht schnell, hat man genug Zeit. Und jetzt sind halt gerade Umbauarbeiten, ein paar Faxen, aber das regelt er schon. Und wie man da reinkommt, ist halt, indem man 5 Euro pro Monat spendet. Dann kommst du in die Topscan-Gruppe und dann geht's ab. So, kleiner Einwurf noch, also ich habe vergessen zu erwähnen, dass IVs natürlich angezeigt werden und Attacken. IVs nur von bestimmten Pokémon und das wird aber auch ab und zu gewechselt und rotiert, damit immer wieder mal andere Pokémon gescannt werden und man die Chance hat, von anderen Pokémon gute IV-Pokémon zu erhalten. Und Attacken natürlich, falls es irgendjemand gibt, den es interessiert, mich eher nicht so, außer in sehr seltenen Fällen, dann wird es auch angezeigt. Ansonsten war es das. Ich kenne eigentlich nicht viele andere Maps, weil ich nur in München unterwegs bin und die halt echt der Hammer ist. Die hat eigentlich alles. Philipp hat sogar jetzt vor kurzem angekündigt, dass es für Medaillenjäger noch was hinzugefügt wird. Ich hoffe, dass es Carpador sein wird, dass man sehen kann, ob es XL ist oder nicht, weil was anderes würde mir nicht einfallen, zwecks Medaillenjäger. Sonst schreibt unten in die Kommentare, ob ihr eine Map habt, welche ihr benutzt, dann checke ich die vielleicht mal ab. Und was ihr allgemein von Maps haltet, das war's dann noch schon wieder. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.